Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute habe ich mal keine Aufgabe dabei, heute habe ich etwas dabei, was ich euch zeigen und erklären werde. Ich will euch nämlich heute erklären, was man unter dem Dualsystem versteht. Dualsystem, ja, hört sich etwas schwierig an. System wissen wir ja schon, wir kennen das Zehnersystem, das Dezimalsystem und jetzt haben wir ein neues Zahlensystem, das Dualsystem. Was heißt denn eigentlich Dual? Ich habe gleich mal beim Dictionary nachgeschaut. Dual heißt übersetzt doppelt, zweifach, binär und dual. Also hat es irgendwas mit 2 zu tun, doppelt oder zweifach. Übrigens, statt Dualsystem sagt man häufig auch Binärsystem. Das kommt dann häufig in der Informatik, in Computersprache kommt es häufig vor. Also, Dualsystem hat was mit 2 zu tun. Aha, und da haben wir schon eine erste Folgerung draus. Statt 10 Ziffern wie beim Dezimalsystem haben wir nur 2, nämlich die 0 und die 1. Wir hatten ja die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 beim Zehnersystem. Beim Dual-Zweier-System ist es die 0 und die 1. Wer hat es erfunden? Der Herr Leibniz. Und der Leibniz war ein sehr, sehr religiöser Mensch. Und er hat gesagt, es gibt nur Gott oder es gibt nichts. Und für ihn ist dann Gott die 1 gewesen und 0 das Nix. Und aus diesen zwei Zahlen hat er quasi Zahlen kreiert. Und wie das funktioniert, das werde ich euch jetzt zeigen. Wir schauen einfach nochmal kurz zurück. Wie war das denn beim Zehnersystem? Um auf die nächste Stufe zu kommen, habe ich immer mit 10 multipliziert. Deswegen hieß ja auch Zehnersystem. Ich hatte hier 10 Zahlen zur Verfügung und um auf die nächste Stufe zu kommen, ging es immer mit 10 weiter. Bis hier zur Million. Natürlich ging es noch weiter vor. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt für das Dualsystem machen möchte, dann brauche ich nicht Zehnerschritte, sondern Zweierschritte. Wenn ich jetzt hier einfach Zahlen eingesetzt habe, also 4 Einer, 3 Zehner, 8 Hunderter, habe ich gerechnet 8 mal die 100 plus 3 mal die 10 plus 4 mal die 1 ergibt 834. Natürlich konnte ich das einmal einfach so ablesen, das war der Vorteil von unserem Zehnersystem. Aber von der Rechnung her 8 mal 100, 3 mal 10, 1 mal 4 oder 4 mal die 1. So, und das gleiche müssen wir jetzt beim Dualsystem machen. Wir fangen mit der 1 an. Um auf die nächste Stufe zu kommen, muss ich mal 2 rechnen, weil es eben kein Zehner-System ist, sondern ein Dual, ein Zweier-System. Wieder mal 2 komme ich auf die nächste Stufe, wieder mal 2 auf die nächste Stufe. Und siehe da, wenn ich das ein bisschen fortführe, das sind meine Stufen. Statt 1, 10, 100 steht da jetzt 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Jetzt mache ich das Ganze in so ein Stellenwertsystem. Welche Zahlen darf ich jetzt hier einsetzen? Nicht mehr 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein, ich darf jetzt nur die Zahlen 0 und 1 einsetzen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich nehme hier eine 0, hier eine 1, hier eine 1, hier eine 0, hier eine 1. Nur als Beispiel. Ja? Also ich hätte auch willkürlich andere Verteilungen nehmen dürfen. Aber wie gesagt, nur die 0 und die 1 darf ich einsetzen. Jetzt ist die Frage, was versteckt sich denn jetzt hinter dieser Zahl? Diese Zahl heißt erstmal 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. Also das sind quasi hier abgeschrieben, wenn ich das einfach nebeneinander schreibe. Ich habe hier lila reingeschrieben, eine 2 in den Index heißt es, also etwas nach unten gestellt. Das heißt, so viel wie hier handelt es sich um eine Dualzahl. Rauskommt im Zehnersystem die Zahl 86. Nur wie komme ich da hin? Relativ einfach. Es ist einmal die 64 dabei. Ja? Es ist 0 mal die 32 dabei. Einmal die 16 dabei, 0 mal die 8, einmal die 4 und einmal die 2. Könnt ihr euch erinnern, beim Zehnersystem haben wir ja quasi einfach nur die Zahl, die hier unten steht, mal die Stufe gerechnet. Und hier machen wir es genauso. 1 mal die 64, 0 die 32, einmal die 16 und so weiter. Und wenn ich das jetzt alles zusammenzähle, komme ich hier auf 60, auf 70 und also mit 16 dazu auf 80. Plus 4 gibt 84, plus 2 gibt 86. Also, diese Zahl 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 im Dualsystem gibt die Zahl 86 im Zehnersystem. Da schreibe ich die 10 übrigens nicht unten hin, weil das ist ja die Zahl, die wir kennen. So, und als Beispiel schauen wir uns jetzt einfach nochmal zwei Umrechnungen an. Wir haben wieder eine Zahl im Dualsystem mit 1er und 0er. Schauen wir uns die Stufen an. Das ist hier die 1er-Stufe, hier die 2er, hier die 4er, hier die 8er, hier die 16er. Da kann man immer da oben spicken, wie die Stufen gehen. Und wenn man die Stufen ausgeht, muss man halt immer noch weiter auf 128, 256. Was habe ich dabei? Das hier war quasi die 16er-Stufe, also habe ich einmal die 16. Ich habe 0 mal die 8er-Stufe, einmal die 4er-Stufe, 0 mal die 2er-Stufe und einmal die 1er-Stufe. Gibt zusammen 21. So habe ich diese Dualzahl in eine Zehnerzahl umgerechnet.
Und wenn ich es andersrum haben will, 14, ja, dann muss ich ein bisschen probieren. Also, ich darf auf keinen Fall die 16 verwenden, denn die 16 wäre schon größer wie 14, also fällt die raus. Was ich auf jeden Fall brauche, ist die 8, weil sonst komme ich mit 4 und 2 und 1 komme ich ja nur auf 7. Also ich brauche auf jeden Fall einmal die 8. Dann nehme ich mal einmal die 4 dazu, da bin ich schon bei 12. Und was mir noch fehlt, ist einmal die 2 und 0 mal die 1. Und was heißt es? Einmal die 8, an der vierten Stelle steht die 1. Einmal die 4, an der dritten Stelle steht die 1. Einmal die 2, an der zweiten Stelle steht die 1. Und 0 mal die letzte, hier muss eine 0 hin. Und so kann ich das Ganze von einer Zehnerzahl in eine Dualzahl umrechnen. Was haben wir also heute gelernt? Zehnerzahl kennen wir und das ist ja auch unser Zahlensystem. Aber es gibt noch viele andere Zahlensysteme, zum Beispiel das Dualsystem, erfunden von Leibniz und im Computer recht häufig zu verwenden. Und da müssen wir einfach schauen, wenn es zwei Zahlen im Dualsystem gibt, dann ist die Umrechnungszahl zur nächsten Stufe immer die 2 und ich darf auch nur zwei Ziffern verwenden, die 0 und die 1. Wie man sie umrechnet, habe ich euch gezeigt und das werden wir jetzt noch üben. Also, das, was ihr hier seht, ist jetzt euer Hefteintrag. Das Bild müsst ihr natürlich nicht abmalen, aber der Rest kommt in euer Regelheft. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!